Moin zusammen und herzlich willkommen zur neuen Folge 7 Days to Die. Ich höre hier schon draußen. Beziehungsweise eigentlich nicht so. Wow, 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 wow. Okay, okay, ich sehe schon. Die sind rein, okay. Das sind sogar Ferale. So, steht ihr nochmal auf oder nicht? Ihr seid fertig, okay. Nochmal schnell nach oben. Ah, die sind irgendwo durchgebrochen, die kleinen Schweinepriester. Meine gut, oben haben wir keine. Was sein, dass sie hier irgendwo durch sind? Ich glaube, die sind hier oben durch. Wow, 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 okay, okay, okay. Ach du Grüne, was ist denn hier los? Fuck. Oh, lalalala. Heilige. Was ist denn hier draußen los? Okay, ich merke schon. Lass erstmal die Schreierin erstmal wegkriegen. Immer noch mal ein bisschen schrotzen mit. Muni. Okay, warte. Warte mal, dich können wir eigentlich auch mal gleich nutzen, wenn wir schon. Warte mal. Das, nein, nein, das wollte ich nicht. An! So, so. Ach, da ist auch noch ein Geier oben. Und noch ein Geier. Das ist richtig, richtig Ballett. Moin. Ich bin hier übrigens. Was willst du da drin? Ich bin hier. Oh. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Du kriegst ja, ja, du kriegst ja dein. Boah. Ich muss erstmal, ist mal Bandage. Boah. Puh. So. Ja, dann sind alle im Moors, ne? Hoffe ich. Okay, du noch nicht. Ja, du willst noch nicht. Okay, warte. Ja, du bist auch hier. Ach, Mist. Wenn man wenigstens mal treffen würde. Noch einen Rücken. Komm, ich hab dich gleich. Nix Vieh. So. Haben wir's? Musik sagt nein. Das Einzige, was mich gerade ein bisschen stutzig macht, ist A, dass wir noch die. Dass wir noch die Kampfmusik haben. Und was mich auch stutzig macht, ist. Haben sie auch schon runtergebuddelt? So, warte mal. Das müssen wir auch nochmal irgendwie. So. Ist hier noch jemand? Hä? Irgendwo ist hier noch. Irgendwo ist hier noch jemand. Irgendwo ist hier noch jemand. Ich habe nämlich auch die ganze Zeit. Das hat mich nämlich so ein bisschen verwirrt. Auch nachts durch. Monko. Hier noch jemand? Ja, das ist eigentlich auch alles gut. Auf der Höhe, hört ihr das? Hier auf der Höhe ist irgendjemand. Irgendwo muss hier ein Zombie durchgebackt sein durch die Erde. Irgendjemand muss hier durchgebackt sein. Fragt sich nur von wo, oder? Nicht, dass sie sich, keine Ahnung, aus 20 Kilometer Entfernung hier durchbacken. Hä?
Warum habe ich hier gerade den Holzsound gehört? Das muss doch keiner verstehen, oder? Ich muss irgendwo hier sein. Irgendwo krebelt hier einer rum. Komm ihm auch näher. Ich glaube, das ist ein Triecher. Ich glaube, das ist ein Kriecher. Da muss ich irgendwie ins Erdreich gebackt haben. Weil von außen ist ja nichts zu sehen. Oh, er ist hier irgendwo. Ich komme ihm schon sehr nahe. Wo bist du, Minion? Vor allem, da haut mir die ganzen Steine kaputt. Ah, da haben wir ihn noch. So. Und das war er nämlich. Das war nämlich der letzte hier. Ja, warte mal. Ich guck mal gerade, wo der sich... Ja, wo der die sich ganz durchgebuddelt. Müssen wir das dringend zumachen? Alter! Und der sich ganz durch. Ich meine, ich hatte immer so den Eindruck, dass das hier irgendein Zombie ist, der sich hier irgendwie durchwühlt. Und ich dachte, das käme immer von oben, dass ich das. Dass die Decke einfach nicht so hoch ist. Aber der scheint ja. Was ist der Geier, wo durchgekommen zu sein? Hier ist er irgendwie durch. Okay. Oh, ich versuche hier mal. Gott. Kann das vielleicht sein, dass er doch tatsächlich. Ich versuche mich mal hier ein bisschen hoch zu tüdeln. Wo hat der sich denn ganz durchgegraben? Da muss er schon seit. Da muss er schon seit Tagen muss der hier ja schon bei sein. Der muss hier schon seit Tagen bei sein. Und das muss, wenn das Erde ist. Also wir sind auf jeden Fall schon im Erdreich. Ich will nur wissen, wo er durchkommt. Damit wir an der Stelle auch verbessern können. Hier durch? Alter. Ist er da durch? Alter, man will sich verarschen. Willst du mich verarschen? Okay. Hier aber nicht irgendwie nicht gesund hoch. Doch, jetzt komme ich. Mir nicht so richtig. Muss hier ein Frame setzen. Da bin ich mal gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Wo das Loch ist, weil der muss ja sich ja in an der Mauer vielleicht runtergebuddelt haben. Oder. Pass mal auf, wir sind gleich im Wüstenbiom. Naja, das ist ein bisschen übertrieben. Aber. Komm hier aber nicht hoch, das ist das Dilemma. Hier mal. Ich mache erstmal so ein kleines Fundament. Ich glaube, ich spinne, ey. Alter, wie gesagt, ich möchte nicht wissen, wie lange der dabei gewesen ist, hier jetzt ein Loch zu buddeln. Es tut mir auch leid, dass ich hier jetzt die ganze Zeit nur rumhühnern bin, aber ich finde sowas immer, also auf der einen Seite faszinierend, aber auch irgendwie so erschreckend. Warum komme ich denn jetzt hier nicht hoch? Ist doch hier irgendwo. Sieh einer an, du wirst. Ich werd schwach, Alter. Da buddelt er sich von hier aus durch, die dumme Sau. Alter. Naja, so dumm ist er dann ja gar nicht, aber. Das musst du erstmal. Das siehst du ja nicht mal. Also,
Das ist ja echt krass von der KI, oder? Das finde ich ja hammerhart. Das finde ich ja hammerhart. Das finde ich ja hammerhart. Da muss ja. Vor allem, er muss ja. Dieser Kriecher muss einen ja. Du musst uns ja hier wahrgenommen haben und hat sich dann nach unten gebuddelt. Vielleicht hat er sich auch nur an dieser Stelle. Kann ja auch sein. Er hat sich vielleicht an dieser Stelle festgebackt. Und hat sich dann einfach notgedrungen nach unten durchgebuddelt. Alter, du wirst nicht. Also. Das ist ja richtig assi. Das ist ja richtig asozial. So, ich mache erstmal hier komplett zu. Dann müssen wir halt mal gucken, wie wir das hier an dieser Stelle machen. Ob wir denn hier einmal ringsrum so eine Betonplatte einziehen, dass sie sich gar nicht erst genötigt fühlen, hier sich reinzubuddeln. Boah, Alter. Vor allem, wenn du mal so guckst, auf welche Entfernung, ne? Ich meine. Ja gut, wir können mal reingehen. Wo er uns da gespürt haben will, sage ich jetzt mal so. Klingt auch ein bisschen verkehrt, aber. Aber das ist schon. Das ist schon so ein bisschen. Guck mal, wenn du mal überlegst, so, du bist jetzt hier. So, dann haben wir uns hier rüber gebuddelt. Es ist auch, dass ich den direkt auf der Stelle auch getroffen habe. Das hätte ich auch nicht gedacht. Gut, jetzt haben wir uns hier so etwa bis hier in etwa haben wir uns ja selber durchgewühlt. Etwa hier haben wir den ja gesehen. Dann ist er hier lang. Ja, hier vielleicht mal ein bisschen aufbuddeln hier, den Schmutz. Dann ist er hier hoch. Letztendlich. Beziehungsweise runter. Aber das ist ja auch entgegen der Richtung, wo ich tatsächlich buddel. Obwohl, naja, nicht unbedingt. Mal gucken. Warte mal, ich gehe jetzt hier mal runter. Das heißt, er ist etwa in der Richtung. Da habe ich nicht drauf geachtet, leider, in welcher Himmelsrichtung das ist. Obwohl, naja, es kommt schon ein bisschen hin. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, wenn wir in der Richtung gebuddelt haben. Doch, das kommt hin. Guck mal, hier sind wir am Buddeln. Und da ist Kohle. Jetzt sehe ich die. Ne, ist es Kohle? Ist das Kohle oder ist das Eisen hier an der Stelle? Das Eisen. Okay, dann kann das natürlich sein. Wenn wir an dieser Stelle gebuddelt haben, dann müssten wir tatsächlich außerhalb unseres Areals sein. Locker, auf jeden Fall. Kann sein, dass er sich hierhin buddeln wollte. Okay. Ja, gut. Ja, gut. Es ist beängstigend, aber ist so, wie es ist. Okay, in Ordnung. Ja, gut, cool. Man kann sich auch immer überraschen lassen. Das ist okay, ist in Ordnung. So. So, jetzt habe ich erstmal noch ein bisschen Eisen abgefarmt. Ach so, scheiße. War eigentlich dumm, was ich gerade getan habe. So. So, dann können wir erstmal ein bisschen Eisen einschmelzen. Ich habe nämlich ein bisschen, klein wenig abgebaut noch in der Nacht. Und ja, da können wir erstmal ein bisschen Eisen einschmelzen. Das ist, glaube ich, erstmal gesund. Das können wir erstmal so lassen. Bisschen Kohle. Ja, Kohle haben wir anscheinend nicht mehr. Da haben wir, glaube ich, alles abgebaut mittlerweile. Dann können wir aber das schon mal wieder. Nitrat auch ein bisschen was abgefarmt. Da kann ich auch erstmal schon ein bisschen was an Schießpulver machen, aber ich brauche eben halt noch wieder. Brauche dann eben halt noch ein bisschen Kohle. Und dann können wir noch den tragen. Siehst du, das ging auf den Mund. So, dann setzen wir das mal da rein. Crafting packen wir hier rein. Die nehmen wir auch mit. Dann haben wir 194 Dosen. Da können wir auch erstmal ein bisschen Öl mitmachen. Machen wir das. Dann lassen wir das auch nochmal hier. Stein haben wir 6000. Das können wir eigentlich auch schon mal wieder einschmelzen. Kriegen wir 18 Minuten. Das ist auch nicht so der Drops. So, einmal 6000. Hatten wir noch ein bisschen Stein noch so mit. Oh ja, sehr gut. Den anderen Stein können wir schön benutzen, um nachher Zement herzustellen. Zack. So, dann können wir erstmal ein bisschen Stein wieder einschmelzen. Leder, ein bisschen Knochen. Da kam in der Nacht auch nochmal ein Wolf. Den haben wir auch noch ein bisschen weggemacht. Der hat aber wenigstens noch höflich angeklopft. So, Beton. So. Alter, das ist das. Welche Entfernung der zurückgelegt hat. Wahnsinn. Wahnsinn. Und ich sag ja, das muss garantiert einer gewesen sein. Das muss einer von den Viechers gewesen sein. Der schon seit Folgen, seit diversen Folgen unterwegs ist.
Er muss schon seit diversen Folgen unterwegs sein. Und ich hatte immer so das Gefühl, hier unten am Buddeln zu sein. Und dass ich immer aus der Entfernung immer irgendwie einen Zombie gehört habe. Und ich dachte immer, das sind die Zombies ganz oben auf dem Dach, dass sie jetzt halt schon wieder in der Basis sind. Und irgendwie waren dann auch dann immer Zombies da. Also, okay, gut, cool. Also, puh. Dann, ich packe hier mal trotzdem das rein. Das ist natürlich interessant. So, Munition, ein bisschen Messing habe ich da. Das ist gut. Das packe ich erstmal hier. Wo habe ich eigentlich das Messing her? Achso, das müsste in den Säcken gewesen sein. Naja, wahrscheinlich war das. So, Fleisch haben wir auch ein bisschen. Das ist in Ordnung. Dann brauchen wir nochmal die. Ich wollte mich als allererstes jetzt erstmal nochmal die Electric Fences nochmal kurz reparieren. Achso, wir brauchen Medikamente. Warte, wir brauchen, glaube ich, Vitamine, ne? Ja, hier war das. Schmerzmittel. Okay, Schmerzmittel brauche ich. Schmerzmittel. Immer Schmerzmittel benutzen. Na. Schmerzmittel. Müssen wir noch eine Kleinigkeit trinken. Das geht nämlich ordentlich auf die Hydration. Wir müssen schon wieder was essen, sag mal. Gibt's doch nicht. Ich hab doch gerade eben erst was gegessen in der, Nacht. Jetzt hängst du schon wieder da wie Ochs. Meine Güte, ey. So. Das packen wir mal wieder zurück. Ravioli, die können wir reinpacken. Das Gläser packen wir hier mit rein. Und drücken uns hier nochmal ein paar von dem Wildbret-Eintopf nochmal. Dann müssen wir auch mal wieder ein bisschen was herstellen. Ich muss erstmal wieder ein bisschen Gemüse herstellen. Das schockiert mich richtig. Das schockiert mich richtig mit dem Zombie gerade, mit dem Kriecher. Und wie ich schon sagte, die Entfernung, die er zurückgelegt hat, also da muss er ja schon seit zig Folgen unterwegs gewesen sein. Das buddelst du nicht innerhalb von einer Nacht. Also da muss er sicherlich seine 2-3 Tage garantiert gebuddelt haben. Naja, obwohl... schwer zu sagen. Ja, unterschätzt man vielleicht auch ein bisschen. Das nehmen wir mit. Dann nehme ich noch einmal Benzin, haben wir da. Schaufel nehme ich nochmal mit. Frage ist, nehmen wir einen Bohrer mit oder nicht? Den kann man mitnehmen zum Verkaufen. Das können wir verkaufen, das können wir verkaufen, das können wir verkaufen. Frage, wir reparieren erstmal. Da buddelt sich ein Kriecher durch, ich werd nicht mehr. Und guck mal, stell dir mal vor, dass wir mitten in der Nacht passiert und dann kommen nachher Ferale, die da durchgehen. Die ziehen ja innerhalb kürzester Zeit. Hauen sie die ganze Basis kaputt. Schweine. Kleinen Schweinepriester. Ah, hier haben sie doch schon ein bisschen Batz gemacht. Da komme ich nur nicht ran, das ist das Dilemma. Jetzt habe ich natürlich wieder Rezepte, Holzformen. Ich will aber keine Holzformen, ich will Rahmenformen. So, oh, jetzt 200. So. Hopp, hopp. Ja, die haben gerade so die Nacht überlebt, ne? Also. Die hätten auch. Upsi. Die hätten auch gleich kaputt gehen können. Sind umso schöner, sagen wir, dass sie tatsächlich bis zum Ende durchgehalten haben. Das zeigt natürlich dann auch. Ja, gut, ich denke mal, selbst wenn die kaputt gegangen wären, dann hätten wir die Nacht ja trotzdem überlebt. Also. Weil wir hatten zu dem Zeitpunkt hatten wir schon so viel Schaden angerichtet, dass es eigentlich klappen sollte. Aber da muss ich natürlich mal sehen, ob es nicht doch irgendwie die Möglichkeit gibt, so eine Art Redundanz aufzubauen. Aber das würde eben nur das würde natürlich nur funktionieren, wenn wir verschiedene Stromkreise hätten. Und dann würde das funktionieren. Du kannst ja leider keine Ringleitung legen. Das ist ein bisschen schade. Das wäre natürlich immer super, eine kleine Redundanz aufbauen. Das ist zwei. Obwohl, das bringt mir ja nichts. Redundanz bringt mir ja nichts. Ah, wie nennen wir da denn? Die Redundanz bringt mir ja auch nichts, wenn daher die Fenster kaputt sind. Und jetzt noch eine Horde, oder? Ist das einfach ein Überbleibsel? Du bist ein Überbleibsel, ne?
Ich glaube, du bist ein Überbleibsel. Ich mache noch eine Runde, dann hau ich dich gleich kaputt. Ja, gut, da kommt er nicht ran. Okay. Achso, wir haben gar keinen Beton dabei. Ja. Ja, guck mal, das ist aber auch schon einer der Gründe. Ich glaube, das kommt von mir, ne? Aber gut, zum Glück hatten sie hier noch nicht angegriffen. Aber das ist der Grund, warum wir da auf jeden Fall noch doppelte Wände einziehen müssen, damit wir auf jeden Fall sicher sind hier. Aber ich glaube, das haben wir eigentlich bis jetzt ganz gut hingekriegt. Ich glaube, das geht erstmal. Du kleines dreckiges Vieh, ey. Habe ich nicht eine Pistolette oder sowas? Ach Mist. Ich bin leider nicht angehittet, weil er mich nur dann angreifen würde. Ach komm. Gut. Er fliegt ja noch ein bisschen durch die Gegend und holen wir uns den halt später. So, ich werde noch mal ganz kurz. Also die Zeit ist schon fast wieder vorbei, ne? Aber wir machen sowieso noch mal ein, zwei Quests. Wollte ich nämlich auch noch mal machen. So, das verkaufen wir. Unter Muni packe ich noch mal das gerade raus. Das packe ich raus. Das verkaufen wir. Das repariere ich gerade. Ne, das kann ich nicht reparieren, weil das Scrap Iron ist, ne? Ja, komm, pass mal auf. Denn machen wir die mal gerade zu Scrap Iron. Dann können wir vielleicht daraus noch mal ein bisschen was reparieren. Und dann fahren wir gleich mal kurz zum Händler. Da würde ich noch ein bisschen Ölschiefer holen. Zwar jetzt nicht so viel Ölschiefer, aber so, dass wir vielleicht ein bisschen Öl halt herstellen können, damit wir überhaupt noch ein paar Blades machen können. Wir brauchen ja auch nicht so viel. Ich glaube, 30 Öl brauchen wir. Und dann können wir lieber ein andermal lieber nochmal mit dem Bohrer losfahren und nochmal eine große Ladung Ölschiefer holen. Das machen wir dann später, aber da fehlt uns jetzt sowieso ein bisschen die Zeit für. Ich überlege die ganze Zeit, ne? Ich überlege die ganze Zeit, wie konnte das passieren? Wie konnte der Kriecher da hinkommen? Also ich meine, wie ist klar, aber warum? So, pass mal auf. Dich verkaufe ich erstmal dat. Also nee, das wollte ich erstmal reparieren, warte. Ja, noch nichts Business. So, reparieren. Ich habe jetzt schon wieder nicht zugehört, was sie gesagt hat. Deswegen will sie mit mir wahrscheinlich auch nichts anfangen, weil ich ihr nie zuhöre. Das ist das Problem. So, einmal dich verkaufe ich. Dich brauche ich nämlich nicht. Die Teile für einen Raketenwerfer wäre zwar nett, aber brauche ich nicht. So, dann haben wir einmal Stahlsperrteile. Die verticke ich auch. Wobei ich jetzt auch gehört habe, ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig verstanden habe, dass bei der Alpha 21 nachher soll es nachher so sein, dass du den Speer nicht mehr werfen kannst. Da kannst du eben nur noch auf Distanz zustechen. Also die haben da einfach nur noch eine Distanz draus gemacht. Eine Distanzwaffe draus gemacht. Ja, das finde ich auch schon interessant. Da könnte der Speer dann doch nochmal wieder interessant werden, weil ich glaube, viele haben den Speer so ein bisschen verschmäht, weil, naja, weil man den halt werfen konnte und das nie so richtig was gebracht hat. Ich glaube, das könnte nämlich sein. So, Patronenhülsen. Messing, Patronenhülsen, Bergbauhelm. Bogen, Armbrustteile, Pflastersteine 1000. Taco-Rezept. Da kann ich mir sowieso nicht leisten. Munition 91. Okay, Secret Stash. Schrotflinten Messias. Das sind riesige Kugeln. Über Schrot kannst du Flintenlaufgeschosse fertigen. Ja, weiß nicht. So. Aber nee, gut. Wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte eigentlich Aufgaben haben. Previous Tier, vergiss es. Stromzufuhr wiederherstellen, nur Nacht. Abholen. Ich glaube, ich mache die mal. Beseitige Zombies. Abholen 101. Können wir nämlich noch ein bisschen Geld verdienen. Bisschen Geld verdienen und dann dadurch dann mit den Jetons können wir nachher schön einschmelzen. Munition herstellen. Ich hoffe, das lassen sie auch so. Nicht, dass sie das nachher dann auch irgendwann wieder rausnehmen. Was ist denn jetzt der? Na, hast du Schaden genommen oder nicht? Ah, denn nicht. Lass es bleiben.
So, hier können Hunde, glaube ich, drin sein. Ja, kommt schon was. Muss doch mindestens ein Köder noch sein. Nur ein Köder? Ich bin enttäuscht. Ne, da ist noch ein Köder. So. So, was sollen wir denn machen? Drin bleiben und Vorräte zurückholen. Wo waren denn die Vorräte überhaupt? Die sind hier. Ach, da oben wahrscheinlich drin, ne? Oder? Ja, ja. Da sind sie dort drin. Okay. Wir uns hier gleich rausbuddeln, oder? Looten wir einmal ganz kurz ab. Wir können auch gleich immer noch mal nach Messing gucken, beziehungsweise nach den nach Heizungsrohren. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen was raus noch. Und ich sag ja, mit Pumpgun, da gehst du gleich anders in Häuser rein. Da gehst du ein bisschen mehr mit Selbstbewusstsein rein. Alles andere, da habe ich immer keinen Bock zu sterben wegen so einem Scheiß. Mal Pumpe. Was? Wow, wow, wow. Wo denn? Na, jetzt sind natürlich auch die Geier aufgewacht, die kleinen Schweine. Aber fällt mir ein, ich hätte mal gleich den Köder von vorne auch mal gleich nochmal auseinandernehmen müssen. Jetzt sind nämlich auch die Geier aufgewacht, weil ich mir jetzt Schaden genommen habe. Die sind nämlich immer besonders geierig, wenn man eben halt Schaden genommen hat. Dann werden sie mich gleich geil, werden sie. Ja, ich komme gleich raus und dann puste ich euch weg, ihr Drecksviecher. Ey, die machen aber auch ordentlich Radau da draußen, wa? Meine Güte. Ey. So, da drüben sollen wir raus. Da ist noch ein Wolf. Lalalala. Du bist auch so. Elend bist du. Elendes Viech bist du. Hinterhältig und gemein. So sieht's mich aus. So. Dann ist noch ein Wolfi. Dann drücken wir mal gleich einen Schädel hier. Der hat auch gleich aufgegeben. Ja, okay, gut, cool. Aufgegeben ist gut. Aufgegeben hat er weniger. So. Ich würde eigentlich ganz gerne mal ran an das Vieh. Hm. Armes Wölfilein. Aber du wirst mir gute Dienste leisten. Auf meinem Grill. So. Denn dein Fell werde ich als Pantoffel tragen. Und voll werden immer gerade hier, hat mich die Schaufel dabei. Ja, dann kann ich auch gleich mal hier Zement noch mitnehmen. Im geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Wo ist eigentlich der zweite Geier? Da muss er hier auch noch irgendwo grob geiern. Das waren zwei Geier.
Hier soll ich nochmal rein, sagst du? Rede mit dem Händler. Wir sind auf jeden Fall fertig. Also, na gut, wir haben ja die Vorräte. Aber ich will ja auch nochmal die Zombies hier wegmachen. Huch. Oben ist auf jeden Fall noch was. Na, da ist doch noch... Los Schlangos. Was ist so gedacht? Was sind da, sind die anderen Geier? Ah, hier noch jemand drin? Ja, okay, geht jetzt einfach nur aufs Dach. Und ich habe keinen Platz mehr. Und das schmeißen wir mal weg. Zerlegen, zerlegen, zerlegen. Die würde ich am... Ja gut, die können wir auch zerlegen, was soll's. Die können wir ja günstig wiederherstellen, das ist egal. So, nehmen wir nämlich lieber noch einen Schuss mehr Moon mit. Und das Traumwollsamen lassen wir natürlich da. Müll. Ein Wandtresor, na. Aber erstmal werde ich mich nochmal heilen. Vielleicht lässt der Geier auch mal ab hier und geht mir die ganze Zeit auf den Sender hier. Da was Feines drin, bitte, bitte. Ja, Stahlknüppelteile, okay, ganz nett. Können wir eigentlich Stahlknüppel in der... Können wir eigentlich herstellen mittlerweile? Nee, ne? Stahlknüppel... Könnten wir herstellen? Ah, ein Fünfer. Na klar, logisch, weil wir auch einen Fünfer Baseballschläger machen können. Das sollten wir auf jeden Fall uns auch nochmal aufschreiben. Ein Fünfer Stahlknüppel. Der macht schon ordentlich Rabatz. Macht schon ordentlich Rabatz. So. Gucken wir mal kurz aufs Dach. Oh, moin. Upsi. Du bist auch ein Baggerloot, ne? Erstmal schön in der Ecke stehen bleiben, keinen Mucks machen und den Papi erstmal kommen lassen. Ja, ja, das sind sie. Das können wir, glaube ich, mal zerlegen, aber das bringt mir auch gerade nichts. Das zerlegen wir mal. Das zerlegen wir mal. Die Chrysanthemen schmeißen wir auch mal über Bord. Da könnten wir eigentlich mal Bandagen gleich draus machen. Rezepte. So. Haben wir jetzt sowieso Stoff da. Stein. Zerlegen. Ich glaube, davon haben wir auch schon eins zerlegen. So. Gucken, was haben wir hier Feines drin? Oh, was ist das? Bauplan Robotik Drohne Scheinwerfer Mod. Oh. Ja, da haben wir auch noch nichts von gesehen bis jetzt, ne? Also. Bauplan elektrische Türen und Brücken. Zerlegen wir, kennen wir schon. Sehr gut. Da noch was drauf? Kartoffel. Ja, die Kartoffel können wir natürlich wieder nicht mitnehmen, das ist klar. Ist typisch. Ah, was schmeißen wir denn mal weg? Oder wir essen einfach mal was. Da müsste, hätten wir auch was trinken können dann vorher. Naja, gut. So, das zerlegen. Können wir uns eigentlich mal den anderen, das Chili auch gleich mal reindrücken. Obwohl wir da uns daraus Chili Dogs machen können. Ne? Die sind eigentlich mal ganz gut. Chili Dogs machen eigentlich... Da mache ich ganz gute Werte. Gut, und noch Knochen dazu. Ein Rezept haben wir uns gerade wieder rein. Warte mal. Zerlegen. Irgendwas hat mir nicht gerade ein Rezept gefunden. Sah gerade so aus. Trinken wir noch ein bisschen was. Lehm schmeißen wir mal weg. Ich hatte doch eben hier ein Rezept gefunden. Da, hier ein Rezept meine ich doch. Für Steak und Kartoffeln kenne ich aber schon.
Und ich lieber das Ei mitnehmen, das ist ein bisschen wertvoller. Mal weg. Gleich zerlegen, Stein nehmen wir mit. Mit. Okay. Eine. Dass man hier einen Stein findet. Kommt noch was drauf? Nicht wirklich. Oh, die Pflastersteine nehmen wir noch mit. Gut. Edwi. Dann können wir auch wieder zurück. Wenn ich hier irgendwie... doch, so zärtlich geht's runter. So. Und dann müllen wir uns mal gerade unten aus. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich hin. Da. So, das kommt rein. Das kommt rein. Die ganzen Sammelkrams kommt rein. Das kommt rein. Das alles, der ganze Sammelkrams. So, das können wir verkaufen. Sammel, 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 sammel. Sammel, 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 sammel. Ja, behalten wir vorsichtshalber. Das behalten wir auch vorsichtshalber. Stopps. Das können wir vertickern. So. Congrats. You don't look so good. Was? You might want to get some antibiotics for that. So, Antibiotika nehme ich aber mit, weil Eisenschaufel 2 haben. Nee, brauche ich nicht. So, dann nehme ich mal Antibiotika und dann darf ich mir noch was aussuchen. Eine Werkbank. Pflasterstein variabler Formhelfer. Fallenpaket 02, Bergbauhelmpaket oder Nahrungspaket. Dann nehme ich eine Nahrungspaket. So, besondere Aufträge. Stufe 3, Handelsroute öffnen. Geil. Ja, gucken wir gleich. Ich will dir aber noch was verkaufen, Mensch. So, verkaufen. Irgendwas wollte ich noch verkaufen. So, das verkaufen wir. Ja. Okay. Thanks for the business. Ja, kein Problem. Jo. Sie ist immer noch am Labern. Ich hab schon längst die Tür hinter mir zugemacht und sie ist immer noch am Labern. So, okay. Das machen wir gleich auf. Das packen wir rein. Das packen wir rein. Dann haben wir noch ein bisschen Safe Space. So, wir sollen noch in 3 Kilometer Entfernung. Wo ist denn der? Lambo Hotel. Das ist jetzt aber... Ah, den haben wir aber schon. Den haben wir schon. Guck mal hier, Händler 3. Das, den, die Handelsroute haben wir schon. Ah, schade. Schade, schade, schade. Aber ich glaube, da kriegen wir auch wieder Punkte für, wenn wir da hingehen. Ne? Deswegen 4,5 Kilometer. Da müssen wir also mal hinfahren. Müssten wir da nicht sowieso hin? Because of the Ölschiefer. Ja, Ölschiefer ist ja hier. Da könnten wir nochmal einen kleinen Abstecher machen, ja. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal einen kleinen Break. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge 7 Days to Die wieder, wenn wir Dinge tun. Ich denke mal, ich werde nochmal 1, 2 Quests vielleicht noch machen heute. Und am nächsten Tag, Tag 45, dann durchstarten mit Farming. Ne? Öl, Schiefer etc. pp. Mal gucken. Na, also, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Oh, zieh mal Sternsuppe.